Gut, Aufnahme läuft. Dann warten wir mal, bis alles geladen ist. Kannst du auch kurz was sagen? Können wir mal kurz nachschauen, ob du laut genug Hallo, bist? ich bin der Tobi und ich bin immer noch zu laut, weil ich das Mikro noch nicht runtergeregelt habe. Deshalb regle ich das jetzt noch runter. Ich wollte gerade schon sagen, du bist ein bisschen So, zu jetzt laut. sollte ich nicht mehr übersteuern. Jo. Passt das so? Ja. Jo, passt so. So. Herzlich willkommen zur 6. Folge von Susi 3 zusammen mit Tobi. Tag. So, wer sich ein bisschen auskennt, der sieht, wir sind hier am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Und hier sehen wir schon einen, ja, Doppelstockzug, der so grau-orange ist. Und genau so einen werden wir nicht fahren, nämlich auf dem Rhein-Ruhr-Express mit der Linie RE1. Heute von Düsseldorf nach Köln. Der fährt ja eigentlich von Hamm nach Aachen. Und wir werden uns diesen Abschnitt anschauen. Und ich würde sagen, ich spule mal vor, bis unser Zug dann auch aufgegleist wird. Übrigens, falls jemand den immer noch nicht gesehen hat, der ist da so ein bisschen versteckt unter dem Bahnhof gewesen. Zwei, drittes Gleis von rechts, Ich glaube habe mir ich, da war Maus es. drauf Viertes gezeigt, Gleis. Tobi. Ach, okay. Die Das siehst du sehe ich nur ja nicht. nicht. Weil die Maus habe ich hier bei der Bildschirmaufnahme automatisch drin, ne? Das Vorspulen dauert immer einen Moment. So, wie ihr seht, es ist dämmerig geworden. Wir haben es ja auch schon, ja, 17:39 Uhr. Zur aktuellen Zeit geht ja schon die Sonne unter. Weil der elektronische Buchfahrplan, der ist ja so ein bisschen abgeschnitten in der Seite, deswegen nutze ich hier den Papierbuchfahrplan. Den kann Tobi nicht sehen, aber ihr seht den hier an der Seite natürlich. So, wir sind hier in einem Stadler Kiss. Ein Doppelstocktriebzug, Baureihe 462. Kann man hier zur Seite rausschauen. Das zeigt also an den Triebköpfen. Die sind vierteilig hier, die Züge, die wir haben. In den Triebköpfen sind sie einstöckig. Und die beiden mittleren Wagen, die sind doppelstöckig. Und wir haben zwei davon hintereinander gekoppelt heute. So, da stehen wir hier. Düsseldorf Hauptbahnhof. So, 40 ist Abfahrt, wir haben es 40, dann können wir die Türen auch zumachen. So, da sind sie zu. Dann würde ich sagen, starten wir einmal. Ja, wir sind hier an Bord des Rhein-Ruhr-Express mit seinen wunderschönen Ansagen. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß das. Also, als ich erstmal diese Ansagen gehört habe, das ist ja grauenhaft. Das sind so, wie so Text-to-Speech-Ansagen, die werdet ihr dann noch hören, wenn wir dann in unserem ersten Bahnhof dann ankommen, in Düsseldorf-Benrath. Sie fahr. Ja, sehr gut. Ja, das ist auch so eine Züge, der mit einem redet. Die sind wirklich schrecklich, diese Text-to-Speech-Ansagen. Als erstmal, als ich mir die angehört habe auf YouTube, da für die Vorbereitung hier, für die Ansagen hier, dachte ich, es wäre ein Scherzvideo, was die da hochgeladen hätten auf YouTube. Bis ich in den Kommentaren gelesen habe, dass es wirklich die Ansagen sind, die dir einsetzen. Ne? Tobi, was meinst du? Text-to-Speech-Ansagen als Zugansagen? Also richtig schön billige, schäbige? Ja, ein bisschen billiger, wollte ich gerade sagen, ja, als wenn man jetzt einen Menschen dafür anstellen würde. Aber es gibt ja auch gute Text-to-Speech-Ansagen. Also viele Ja, Ansagen, die es das heute stimmt, gibt, ja. die sind ja auch recht gut. Aber das ist so eine. Kennst du diese ganz einfachen, richtig billigen Text-to-Speech-Ansagen, die 0% authentisch klingen? Nicht so wirklich, nee. Ja, dann musst du die Folge ansehen. Na. No. Also wirklich, das ist so eine richtig billige, schäbige Text-to-Speech-Ansage. Hat schon einer gesagt, dass die billig und schäbig ist? Ja. Vor allem, also ich sag mal so, wenn es so ein kleines Mini-Eisenbahnunternehmen wäre, was so
ganz klein bisschen nur betreibt und wenig Kapital auch dann deswegen nur hat. Zum Beispiel, wenn ich bei uns nach Sachsen schaue, zum Beispiel die Freiberger Eisenbahngesellschaft, die so eine kleine Dieselstrecke betreibt, zum Beispiel, okay, da könnte ich es verstehen. Gut, die hat zwar Transdev als großes Unternehmen hinter sich, sowieso anderes wiederum, aber das hier, dieser Rhein-Ruhr-Express, das ist die Region in Deutschland, wo die meisten Menschen wohnen, das sind die Regionalexpresse hier, die die ganze Region miteinander vernetzen, die hier überall durch das ganze Ruhrgebiet fahren. Und hier arbeiten zwei große internationale Eisenbahnverkehrsunternehmen zusammen. Einmal National Express aus Großbritannien und dann noch einmal, ach komm, wie hießen sie? Ja, die auch in NRW da diese Pleite fast hatten. Keine Ahnung, ehrlich. Ach, ich hab's vergessen. Ich glaube, ich werde es einblenden. Auf jeden Fall. Diese beiden großen Unternehmen, die arbeiten zusammen und dann kriegen die es nicht hin, ordentliche Ansagen zu machen. Zu machen diese Billo-Ansagen. Also das ist wirklich. Ich hab's nicht verstanden. Aber egal. Ich müsste nicht die ganze Folge nur über diese Ansagen aufregen. Wir rauschen hier stattdessen mit unseren 160. Ich bin ein bisschen zögerlich gewesen beim Beschleunigen. So, Kilometer 28,5 haben wir den Halt in Benrath. Aktuell sind wir bei 34, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Was sagt die nächste Kilometertafel? Die schaut nicht in unsere Richtung. Sehr gut. Wir haben wieder... Aber ich sehe die so schlecht. Oh, wir sind zu schnell. Brille aufsetzen vielleicht? Ne, die sind da ganz am Ende, die sind ganz links da drüben. Aber da kann ich die nicht erkennen. Ich weiß nicht, das Ding ist. 32,8. Gut. Ich will immer was sagen, weil ich denke, du bist fertig mit dem Satz, weil du die ganze Zeit so Pausen machst. Weil jetzt dann redest du doch noch weiter. Schlimm. Jetzt nee, Deutschland ist sowieso schon so teuer, wegen den ganzen Auflagen. Da haben sie die an den Ansagen gespart. Mhm. Ich dachte mir auch so, die sollen mir einen Huni rüberschieben und dann sorge ich dafür, dass die gute Ansagen haben. Also wirklich. Ihr seht es in den Videos, ich schaff das ja. Also, ich verstehe nicht, was die da publiziert haben. Ja, in der letzten Folge, die ist schon wieder ein paar Tage her, sind wir hier drüben hier auf der S-Bahn-Strecke gefahren. In die Gegenrichtung. Jetzt fahren wir nicht von Köln nach Düsseldorf, sondern von Düsseldorf nach Köln mit dem Regionalexpress. Wir fahren ja auf der Strecke zwei Regionalexpress-Linien, die so mehr oder weniger zum Halbstundentakt überlagern. Der RE1 und der RE5. Im RE5 aber nochmal in die Gegenrichtung fahren, hier auf der Strecke. Wenn man in die Gegenrichtung fährt, dann ist die Strecke nämlich teilweise auch ein bisschen anders, vor allem im Raum Köln. Das ist ganz interessant, weil es da so viele Strecken ja ein- und ausfädeln. So, ich muss mal anfangen mit Bremsen, weil ich glaube, es war gerade die Tafel 29,6. Also sollte 28,5 war nur noch ein Kilometer entfernt sein. Ja, da sehen wir auch schon den Bahnsteig. Jetzt habt ihr es auch gerade gehört, diese wunderbaren Text-to-Speech-Ansagen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie begeistert ihr von denen seid. Was hast du davon jetzt verwendet? Hä? Was hast du dafür jetzt verwendet? Also ich war erstmal so, soll ich das jemanden einsprechen lassen? Aber wer könnte denn solche schäbigen Text-to-Speech-Ansagen gut nachahmen von den Leuten, die ich kenne? Wie ich auf die Idee gekommen bin, ich habe einfach im Internet random so einen billigen Online-Text-to-Speech-Generator genommen. Und die Stimme klang sehr, sehr ähnlich zu der Originalstimme. Deswegen, ja, ist das wirklich einfach billiges, schäbiges Online-Text-to-Speech gratis, was ich bekommen habe. Da gibt es so Programme, die stellen da so Gratis-Versionen zur Verfügung, wo du irgendwelche schäbigen Stimmen dir nutzen kannst. Übrigens, was mir jetzt erst vor kurzem aufgefallen ist, hier oben dieses rote Männchen, das bedeutet, dass die Leute gerade ein- und aussteigen und wenn das weggeht, dann darf ich die Türen schließen, ohne einen Abzug zu bekommen für vorzeitige Abfahrt. Das habe ich herausgefunden. Jetzt weiß ich endlich, wann ich die Türen auf und zu machen kann. Und in der Realität schaut man ja raus auf den Bahnsteig, wie die Leute ein- und aussteigen, bis sie fertig sind damit. Aber hier sieht man halt eben nicht so viel. So, jetzt ist das rote Männchen weg. Das heißt, ich kann jetzt die Türen zumachen. So, 46 ist Abfahrt. Wir haben 46,40. Also, ja. So eine halbe Minute haben wir plus. Aber ich einfach daran, dass ich zu zögerlich beschleunigt habe. Da kurz hinter Düsseldorf Hauptbahnhof. So, der nächste Halt ist dann Leverkusen Mitte bei 11,7. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit wieder.
bis wir dann da sind. Ja. Hast du eigentlich fertig gesagt oder fehlt noch was bei dir? Wenn noch was war, dann habe ich es vergessen. Gut, das dachte ich mir gerade schon, so wie du klangst. Nee, was ich ja gesagt hatte, ist, es ist schon eine Weile her, dass wir drüben auf der S-Bahn-Strecke gefahren sind, weil eigentlich seid ihr es ja gewohnt, die Folge kommt alle 2 Wochen. Jetzt war eine Pause von, glaube ich, 5 Wochen. Nee, doch 5 Wochen oder so müsste jetzt eine Pause gewesen sein. Ja, das lag daran, dass ich auf das Thema Eisenbahn im Moment gerade nicht so gut zu sprechen war. Weil ich habe mich tatsächlich bei der Deutschen Bahn, ist ja vielleicht schon mal bei einigen Leuten durchgeklungen, tatsächlich beworben als Triebfahrzeugführer, bin aber durch die gesundheitliche Prüfung durchgefallen. Das hat mich ein bisschen mental zerstört, deswegen ja, war ich nicht so gut aufs Thema Eisenbahn zu sprechen können im Moment gerade und habe deswegen dann die Notfolgen vorgezogen. Aber jetzt geht es ganz normal in 2 Wochen Rhythmus weiter mit den ZUSI-3-Folgen, beziehungsweise wenn der Notruf dann ausgelaufen ist, sogar wöchentlich. Also könnt ihr euch wieder auf neue Folgen freuen, denn die kommen tatsächlich sogar verhältnismäßig gut bei euch an. So, was hatte ich gesagt? 11:07, ah, haben wir noch eine Zeit. Leverkusen-Mitte ist ja auch so eine Sache. So, Leverkusen hat ja tatsächlich keinen Hauptbahnhof, ne? Wir haben nur Leverkusen-Mitte, der sogar Fernverkehrshalt für einige Intercities ist. ICE ist halt nicht für Intercities. Und ich hatte gelesen, irgendwie gab es eine Initiative von irgendeiner Partei, ich weiß gar nicht, welche das war, die wollten, dass Leverkusen Mitte Leverkusen Hauptbahnhof umbenannt wird, aber die ist irgendwie nicht durchgekommen. Deswegen wird Leverkusen hier im Ruhrgebiet eine große Stadt bleiben ohne Hauptbahnhof. Sondern es bleibt. Was Parteien halt so Mitte zu tun haben, ne? Ja. Bahnhöfe umbenennen. Wobei ich aber auch sagen muss, es wäre ein bisschen lame, Leverkusen Hauptbahnhof, weil es hätte nur 3 Gleise. Weil es gibt 2 Bahnsteige hier, also 2 Bahnsteiggleise für den Fernverkehr hier. Und die S-Bahn-Strecke ist am Halt Leverkusen Mitte nämlich nur eingleisig. Weil, hat man in der letzten Folge gesehen, da gibt es 2 eingleisige Abschnitte und in dem einen eingleisigen Abschnitt liegt der Halt Leverkusen Mitte eben drin und der andere eingleisige Abschnitt befindet sich zwischen 2 anderen Halten. Ne? Deswegen, ja, wäre das ein bisschen lame, so 3 Bahnsteiggleise nur. Deswegen. Aber klar, andererseits kann ich auch verstehen, dass man gerne auch einen Hauptbahnhof hätte. Sie hat mich gerade bei uns hier, ich muss immer wieder auf Sachsen referieren, tut mir leid, aber hier kenne ich einfach am besten aus mit dem Eisenbahnwesen. Immer Zeit, der Kollege in die Gegenrichtung. Hat auch 2 Vierteiler. Hier haben wir zum Beispiel in der Stadt Döbeln, gibt es auch einen Hauptbahnhof, außer dass ich auch der einzige Personenverkehrshalt, den es in Döbeln gibt, bezüge. Ja, und prinzipiell ist es damit der Haupthalt für alle Züge. Ja. Also Döbeln hatte noch mal praktisch erstmal nicht falsch. Döbeln hat an der einen Bahnstrecke, die durch Döbeln geht, auch noch einen kleinen Haltepunkt, aber auf dem Abschnitt, wo dieser Haltepunkt auch liegt, dieser kleine unbedeutende Haltepunkt, dort fahren auch keine Personenzüge mehr, weil der Personenverkehr eingestellt wurde. Also mehr als 2 Verkehrshalter hatte Döbeln eh nie. Einmal den Hauptbahnhof und einmal so einen kleinen mickrigen Haltepunkt am Stadtrand. Aber imposantes Empfangsgebäude, muss man sagen. Ja. Aber ich glaube, hier merkt man schon wieder so ein bisschen, warum ich keine Fernzüge mag, weil wir fahren und fahren und fahren und haben nicht viel zu tun. Und was hast du denn so gefrühstückt? Habe ich immer noch die PZB. Ey, gefrühstückt? Ich habe tatsächlich einen Müsli heute für reingeschraufelt. Und das, was ich mir in die Schule mitgenommen habe, das war dann eigentlich mein inoffizielles Mittagessen. Ach, das war eine Bämme. Ich frisch Müsli gefrühstückt. Und mein Mittagessen. Und bei dir so? Ich habe auch ein Müsli gefrühstückt. Das war sehr lecker. Nur noch betonen, Müsli mit Hafermilch bin ich. Hafermilch? Ja. Schmeckt die sehr anders? Ich bin jetzt am Milchalternativen durchprobieren, weil mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich laktoseintolerant bin. Also, als ich Kind war, ist das schon mal irgendwie so ein bisschen durchgeklungen und dann hat sich das irgendwie wieder gelegt und jetzt ist es irgendwie wieder aufgetaucht, dass ich immer wieder Durchfall hatte und jetzt habe ich es auf die Milch zurückführen können. Aber laktosefreie Milch, die kann ich nicht trinken, weil jetzt kommt der Chemiker mir hervor. Laktose besteht aus Glucose und Galactose.
und die Laktase, die beigemengt wird, die sorgt dafür, dass die Laktose aufgespalten wird, indem in Glucose und Galaktose. Und in so einer Glucose ist sehr viel süßer als Laktose, deswegen ist laktosefreie Milch auch immer so süß im Geschmack. Und das kann ich nicht leiden. Und dann bitte durchprobiert so, was da so gibt. Also ich habe jetzt probiert Mandelmilch, Hafermilch und Sojamilch. Mandelmilch schmeckt in meinen Augen wie der letzte Dreck. Meine Schwester hat das beschrieben als verdaut und wieder hochgewürgt vom Geschmack her. Auch nicht schlecht. Dann Hafermilch schmeckt so ein bisschen getreidig so und ein bisschen wässriger. Und Sojamilch kommt schon echt nah dran. Schmeckt nur so ein kleiner Hauch von so ein bisschen pflanzlich und von leichter Hauch von pflanzlich und so ein leichtes bisschen süßer aus dem. So, 11:07, da will ich verpassen. Also bei 12:07 muss man bremsen, ist auch schon gleich. Deswegen haben wir jetzt eine gute Charge Hafermilch zu Hause stehen und Sojamilch. Da wird wahrscheinlich diese Hafermilch ablösen, aber immer noch fürs Müsli macht sich Hafermilch eigentlich ganz gut, weil ein bisschen getreidiger schmecken ist ja nicht schlimm. Hast du den Haferflocken die eh drin so? Ja. Da haben wir es. Leverkusen-Tipp. Ich würde sagen, wenn wir gleich losfahren, dann lasse ich noch mal kurz Zeit, dass ihr die Anpasser angemacht habt, weil ich mag den irgendwie von diesen Kiss-Zügen, diesen Anpass-Sound. Auch der Bremssound ist cool. Aber am liebsten habe ich den Anpass-Sound hier immer noch von den Taurus-Loks mit ihrer Tonleiter und von den 1440ern. Also von den Alstom Coralia Continental Zügen. Da mag ich ja insbesondere die Anfrass-Sounds. Einfach das Taurus-Lok, einfach so eine Lokomotive, die beim Losfahren einfach so eine Tonleiter ausspuckt. So. Die macht du, du, so du, 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 ja, genau. Du, 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 du. Macht die dann. Das ist ganz, eigentlich ganz nett. Ja, und diese 1440er, ja. Keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben, aber ich mag den einfach, den Sound. So, was sagt die Zeit? 55 sollen wir abfahren. Oh, ist das super. Sind planmäßig, haben die halbe Minute wieder aufgeholt, würde ich sagen. Das ist doch ein super Ding. Joa. Jetzt stehen wir hier. Die Sonne geht unter. Da vorne sehen wir das Bayerwerk. Aber die nächste Station ist ja auch Leverkusen-Schempark dann. Zumindest bei der S-Bahn. Ja, kommt mir bekannt vor. So. Türen zu wieder. Und dann kriegt ihr jetzt gleich nochmal die Gelegenheit, den Anfass anzuhören. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie auch schön. So, wir haben S-Bahn uns hingegen. Hier seht ihr auch den eingleisigen S-Bahn-Abschnitt. Hier bei Leverkusen, bitte. So, mal ganz kurz Pause, weil ich muss den Buchfahrplan immer runterscrollen. Das hätte ich eigentlich gerade beim Halt machen können, habe ich auch vergessen. So, Leverkusen-Mitte. Unser nächster Halt ist dann Köln-Mühlheim. Kilometer 43,6. Wir haben aber noch 2-3 Kilometer Sprünge und einen Streckenwechsel bis dahin. Irgendwo wird aktuell bei 11 irgendwas sind, sondern wird sich zu 43 kommen, wenn sie abwärts gezählt wird. Ne? Deswegen nehmen wir. Dann bin dann, genau, am Abzweig Bruder-Klaus-Siedlung. Genau da. Bruder-Klaus-Siedlung? Ja, so heißt die Abzweigstelle. Dort wäre man dann, also hinter der Abzweigstelle Bruder-Klaus-Siedlung, wäre man dann auf eine andere Bahnstrecke umgeleitet. Wird eine Siedlung nach Bruder-Klaus aus dem Kloster benannt? Keine Ahnung. So, das war gerade ein ICE-3, wenn es vorbei ist. Hier mal runtergehen auf 160, weil mehr dürfen wir gar nicht fahren. Wenn man Glück hat, das 164, wir haben 165, sind bei 165 km/h, wenn man nicht bei einer PZB-Zwangsbremse automatisch, weil
PZB-geführte Züge dürfen nicht schon als 165 km/h fahren und wie alles bei der PZB minus 5 km/h Toleranz erleben. Also 160 km/h. Gut, der Zug ist auch noch 160 km/h zugelassen. Die Strecke hier hat, glaube ich, 200 km/h. Das wird auf 130 einmal. War gerade die Ankündigung. Was war hier in diesem Kilometer? Diesem Kilometersprung, wo so 2 Kilometer von mal irgendwie einer Strecke zugefügt wurden, wo es dann bis 7,5 plus 20 geht. Hier in Stammheim. Also 130 km/h, die erlaubt sind. So, Bruder Klausi nochmal bei 6,8, also ist das hier vorne. Dann werden wir auch schon gleich abzweigen. Erstmal das Gegengleis hier weggehen. So, hier, da steht so ein Schild. Abzweig Bruder Klaus Siedlung. Ich weiß nicht, ob man es gerade lesen konnte. Beim schnellen Vorbeifahren. Hier haben wir jetzt auch unsere Ankündigung für 80. Genau, jetzt hier das Gegengleis hier weg. Dann kommt da gleich irgendeine Strecke reingepedelt. Sie fahren. Ja, sehr gut. Dann sehen wir das Gegengleis auch gleich wieder. Ich ahne irgendwie, dass die Punktzahl in dieser Folge nicht ganz so gut wird. Die Punktzahl ist so random. Ich hatte es schon, dass ich offscreen gespielt habe, ohne jemals irgendwie nur 1 km/h zu schnell gewesen zu sein und trotzdem ab 100% Abzug bekommen zu haben für Geschwindigkeit. Und ich hatte auch schon welche, wo ich immer wieder mal zu schnell war und 0% Abzug für Geschwindigkeit hatte oder so ein paar wenige einstellige Prozent nur Abzug hatte. Also das ergibt teilweise einfach keinen Sinn. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Bahnsteige schon. Jetzt wollen wir mal waren 40er Kilometrierung. So, und Köln-Mühlheim war bei 43,6. Aber hier Köln-Mühlheim ist ja eh so eine ganz große Stelle, wo sich ganz viele Bahnstrecken zusammenfügen und auseinandergehen. So, wir haben grün. Hier drüben auf der anderen Bahnstrecke ist auch grün, aber mit gelb. Grün mit gelb. Weil jetzt haben wir es hier nämlich in jede Richtung zweigleisig oder dreigleisig gar. Das Gleis hier neben uns ist jetzt nicht das Gegengleis von unserer Strecke, sondern es ist auch ein Gleis in unsere Richtung. Und unser Gegengleis ist da ganz, ganz links am Rand. So, ich dachte eigentlich nur noch 80 vorne. Und 60 war noch keine Rede. Hier sehen wir noch das riesige Gleisvorfeld hier von Köln-Mühlheim. Da haben wir wieder einen ICE3. Und dann sind wir hier auch in Köln-Mühlheim. Und da drüben haben wir eine Hamsterbacke von National Express. National Express ist ja auch die einzige Privatbahn, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, die überhaupt Hamsterbacken hat. Also sind alle Hamsterbacken in Deutschland nämlich im DB-Design. Und dann gibt es eben noch so ein paar, die im blau-weißen National Express-Design sind. So, Köln-Mühlheim. 18.01 Uhr sollten wir ankommen. Wir sind eine halbe Minute zu früh, Tobi. Und das, wo ich jetzt zwischendurch noch 60 gefahren bin, obwohl ich hätte 80 fahren dürfen. Unglaublich, ne? Fassung. Ich bin fassungslos, wirklich. Also. Das heißt, wir dürfen so eine Minute warten bis 18.02 Uhr, wie wir hier abfahren müssen. Unser nächster Halt ist dann Köln-Messe Deutz bei 40,0. Also knapp 4 Kilometer. Und dann Köln Hauptbahnhof ist nochmal 1 Kilometer entfernt davon. Was haben wir dann über die und Zollernbrücke, damit sondern 30, 40 km/h schleichen. Na, mehr 30 als 40. Die Hohenzollernbrücke ist ja eh so ein Ding. Riesiger Engpass an der Stelle. Weil 2 Gleise für die S-Bahn, 4 Gleise für den Regionalverkehr. Nur, in Anführungszeichen. Aber da drüber fahren darfst du auch mit 40 bzw. 30 km/h.
Einfach wegen dem Gleisvorfeld beim Kölner Hauptbahnhof und von Köln-Messe-Deutz. Können wir die Türen zumachen? Und weiter geht's nach Messe-Deutz. In unserem 80 km/h hätten wir noch fahren dürfen. Ja, ich glaube, wir hier auf dem Nachbargleis den Zug mal noch sehen werden. Weil grün hat er auch, wie wir hier sehen. Aber gesehen haben wir noch nicht. Er scheint noch gut Stück hinter uns zu sein, aber ist auch klar. Weil Signale werden ja nicht erst kurz bevor der Zug kommt grün gestellt. Das wäre ja doof, dann würde der Zug erst auf gelbe Signale auflaufen, sondern wird er immer schon ein paar Minuten eher, wenn die Signale, wenn möglich, auf grün umgestellt. Ich habe was von 80 gesagt, jetzt bin ich bei 100. Jetzt ist halt, wenn man die ganze Zeit hier nicht ordentlich aufpasst, sondern lieber mit den Leuten spricht. Ne? Das fällt dir ein auch, ey. Ja. So, jetzt war hier gerade der Abzweig. Schon auf hier ist hier drauf. Nee. Hier war jetzt gerade eine Abzweigstelle, wo die Züge abzweigen, um in den auf die zwei Tiefgleise von Köln-Messe-Deutz zu kommen, weil hier gibt es nämlich auch noch zwei Tiefbahnhofgleise. Weil es nämlich auch Züge gibt, die dann hier abbiegen. Also die gehen jetzt hier von uns aus gesehen erstmal nach rechts, machen einen Schwenker, gehen dann nach links rüber und fahren dann am Rhein entlang. Da dann links anstelle von über den Hauptbahnhof drüber. So, 60 waren angekündigt. Da gehen wir runter auf 60. So, 41,4. Naja, noch 1,5 Kilometer bis zum Halt. Diese riesigen Gleisvorfelder, wie wir sie jetzt auch hier gerade wieder erlebt haben, noch erleben werden, finde ich immer sehr faszinierend, weil die auch so unübersichtlich sind. Sifa. Hier drüben sehen wir auch Abstellbahnhof mit einem Bombardier Talent auch rum und Intercity-Wagen stehen da noch. Jo, der Vorankündiger für 30 km/h. Ja, bei diesen Gleisvorfällen, da musst du dir überlegen, irgendwer hat sich das mal überlegt. Ne, die haben auch ein Konzept dahinter, mit wie die Strecken sind und wo die. Weil die sind einfach so geplant, einfach, dass die Züge von überall nach überall abzweigen können und das möglichst so, dass sie sich wenig gegenseitig blockieren, die Züge. Gut, dafür werden sie mittlerweile ein Programm haben, das plant niemand mehr von Hand. Das wird per Kopf geplant, glaub mir. Weil das kannst du nicht einfach so irgendwie planen, sondern du musst es immer an die örtlichen Gegebenheiten noch anpassen. Und wo musst du was aufschütten? Wo hast du Grundstücke, die du nutzen kannst? Welche Grundstücke kannst du nicht nutzen? Und so fort. Das musst du ja, das wird alles per Hand geplant. Dafür gibt es solche Leute ja wie Ingenieure und Bauplaner und sowas. So, ab hier gelten jetzt 30 und wir haben noch gelb. Ach, guck mal. Ein ICE. Das ist ein ICE 2, wenn ich es richtig sehe. Der hier die ganze Zeit auf dem Nachbargleis da grün hatte und uns jetzt eingeholt hat, weil er nicht mit 30 km/h hier nach Köln-Messe-Deutz reinschleichen muss. Der wird eh durchfahren, weil alle Züge, die am Kölner Hauptbahnhof halten, die fahren durch Köln-Messe-Deutz durch. Deswegen. Aber ja, das ist ein ICE 2. Jetzt rollen wir hier rein. Rollen nach vorne, da drüben steht wieder eine S-Bahn. Da links steht eine andere S-Bahn. Wobei ist das da links überhaupt eine S-Bahn? Also, es ist schon eine S-Bahn-Triebbahn, aber fährt die jetzt S-Bahn? Weil das hier rechts ist ja die S-Bahn-Strecke auf Gleis 9 und 10. Schreibt es euch in die Kommentare. Vielleicht ist auch eine Regionalbahn, auf der S-Bahn-Triebwagen fahren. Warum auch immer. Gibt es ja auch, dass da auf Regionalbahnen die Baureihen 425 oder sowas fahren. Ich weiß gar nicht, erkannt, ob es eine 22, 423 oder 425 ist. So, da stehen wir. Rot haben wir auch noch. Aber ich sag ja,
ist Nadelöhr hier, deswegen werden die Züge da alle recht eng drüber getaktet. Dass es alles gerade so passt. Man hört ja auch ständig davon, wird sich so Dokus zum Beispiel anschaut oder auch allgemein im Reisenverkehr, dass dann einfach, ja, die Züge einfach hier sich links und rechts neben der Hohenzollernbrücke teilweise stauen und warten müssen, bis sie durchkommen, vor allem wenn sie Verspätung haben oder andere Züge Verspätung haben. So, Köln-Messe-Deutz, wir sollen 8 abfahren. No, das werden wir schaffen. Ja, das haben sie ja 7 gerade mal. Und dann sehen wir da vorne auch schon den Dom. Ne? Und wenn wir den Dom sehen, dann sind wir auch schon fast da. Weil der Hauptbahnhof, den haben sie direkt neben den Dom gepflanzt. Ich finde ja auch so krass. Du kommst so über die Hohenzollernbrücke, fährst auf den Dom drauf zu und dann macht das ganze Gleisvorfeld ja so eine scharfe Rechtskurve hier. Also nee, jetzt nicht scharf, aber so eine Rechtskurve. Damit die Züge nicht in den Dom reinfahren, sondern alle in den Hauptbahnhof reinfahren. Könnt ihr gleich mal beobachten, wie wir dann da diese Rechtskurve machen werden. So, einmal die Türen zu. 30 km/h dürfen wir eh nur fahren, beziehungsweise im aktuell restriktiver Modus 500 Hz Überwachung, also 25 km/h, steht auch in der gelben Textzeile da. Der Zug ist ja so modern, dass er mir sogar sagt, was ich machen darf, was ich nicht raten muss, was es mal bedeutet oder überlegen muss, sondern dass er zu mir direkt immer sagt: Denk dran, nur 25 km/h, abzüglich 5 km/h Toleranz eigentlich. Machen wir nur 2 km/h Toleranz. So, jetzt sind wir auf die 1000 Hz umgesprungen. Ist ja nur auf die 30 km/h. Yay, schnell fahren. Hier langschleichen, da kommen nochmal 30 als Ankündigung. Und auf dem Nachbargleis, das haben sie auch schon wieder grün, obwohl der ICE schon längst durch ist. Also, ja. Hier kommen die Züge alle nacheinander durch. Auch schon wie die beiden Signale hier abwechselnd blinken. Bibo, bibo. Quer durch die Sifa, Stahlstreben. Sifa. Sehr gut, sehr gut. So. Und nach Die rechts sehen Sifa wir. hat's heute irgendwie mit dir, Ja, oder? ja. Na, sonst leuchtet nur eine Lampe auf. Ach so, ja. Jetzt kriege ich 500 Hz Überwachung. Gut, dann gehen wir mal runter auf 25 km/h. Da haben wir jetzt. Ab hier gelten jetzt nochmal 30. Aber da sieht man es auch halt rechts da in den Hauptbahnhof rein. Weil geradeaus vor uns ist der Dom. Da haben wir einen Intercity, der uns entgegenkommt. Jetzt schleichen wir hier über die Brücke. So, wieder hoch auf 30. Dieser Wechsel zwischen 25 und 30 ist auch witzig. So, da haben wir wieder einen ICE. So, mir scheint mir ein ICE Velaro zu sein. Wenn ich das so richtig erkenne. Oder ist auch ein normaler ICE 3? Ne, ich glaube, es ist ein ICE Velaro. Ja, sieht doch, genau, muss ein ICE Velaro sein, weil die Türen sehen ja auch so seltsam aus. So, jetzt sind wir auch hier schon auf Gleis 9 angekommen. Dann rolle ich noch ein bisschen. So wie auch schön ungefähr hier in der Mitte vom Bahnsteig stehen. So wie Haltetafeln oder sowas für mich? Ich sehe keine. Siehst du mich Haltetafeln? Nee, nicht wirklich. Ich sehe Also nur. höchstens halt die Stäbe dort, mit die Signale irgendwas sind. Was sind das mit Haltetafeln? War da gerade ein Nee, das Hammer sind drauf? inaktive Rangiersignale. Ja. Kann einfach mal hier stehen. So, stehen geblieben. Abfahrt ist dann 15. Ich fasse die Spur mal kurz vor. Na, damit Intercity. Wir müssen jetzt nicht warten bis 15, können wir kurz vorspulen. Ich weiß nicht, ob wir dann noch
weiterfahren sollen, kurz noch ein Stückchen, oder ob wir dann einfach hier direkt 15 die Auswertung kriegen. So, machen wir die Türen zu. Ah, na, jetzt kriegen wir die Auswertung. So, keine Unfälle, keine Haltesignal überfahren, keine SIFA-Zwangsbremsung, keine PZB-Zwangsbremsungen. Wir haben die Pfeife immer betätigt, wenn wir sie machen mussten, also gar nicht. Wir haben keine Halte verpasst, wir sind nie ohne Auftrag abgefahren. Unsere durchschnittliche Verspätung betrug 0 Minuten, unsere maximale Verspätung betrug 0 Minuten. Wir hatten nullmal schlechter Fahrstil, wir haben nullmal nicht vergessen, vor einem Bahnübergang oder ähnlichem anzuhalten. Und wir haben nullmal die Türfreigabe vergessen. Wir haben 43% Abzug für Geschwindigkeitsüberschreitungen und 1507 Megajoule an Energie verbraucht. Unser Ergebnis sind 56,6%. Wuhu! Das Das war ist doch nicht eine null. super Fahrt, muss ich sagen. Hier sehen wir uns mal die Fahrtkurve. Ja, wie ihr das hier seht, da habe ich ein bisschen 60, obwohl ich hätte schon 80 fahren dürfen, und hier hoch auf 80. Habe dann auf 80 gedacht, obwohl ich schon hätte 160 fahren können. Dann bin ich irgendwie bei 120 kurz abgebrochen, habe danach es weiter beschleunigt. Dann hier übers Ziel hinausgeschossen. So, dann hier der Halt in Benrath. Und hier schön, die ganze Zeit unter den 160 geblieben. Leverkusen Mitte, dann hier einmal wieder übers Ziel hinausgeschossen. Und dann schön gebremst. Dann hier nach Köln-Mühlheim, bis ich auf 100 hoch bin, ob ich nur hätte 80 fahren dürfen. Ja, ansonsten lief das doch. Eigentlich waren es nur hier die zwei Überschreitungen, wo ich mal kurz so 3-4 km/h zu hoch gegangen bin. Und dann hier hinter Köln-Mühlheim, wo ich quasi aussehend auf random 20 km/h zu schnell gewesen bin. Ja, passiert halt, ne? Oh, Mal so 20 km/h verkraftbar. zu schnell. Ja, bei 20 km, das ist schon ganz schön eine Menge, ne? Ach, Quatsch. Das ist Toleranzbereich. Nee. Ja, Ich danke auf jeden Fall sehr, sehr doll fürs Zusehen. War ein bisschen kürzer die Folge als sonst, aber ich glaube, 37 Minuten ist ein normaler Rahmen, oder? das geht noch. Nicht 1,5 Stunden, wie wir es auch schon hatten. Aber ja, danke fürs Zusehen und bis in 2 Wochen zur nächsten Folge von Zusi oder natürlich auch gerne zu unseren anderen Videos. Mittwoch Bausimulator und nächsten Samstag Notruf. Freiwillige Feuerwehr. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.